So, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten hier die Klippen wegsprengen. Die uns hier ärgern. Verzieht euch. Niemand will mit euch spielen. Und warum sind hier unten noch keine? Weiß nicht. So, weiter. 2, 3, 4. Bei wie vielen waren wir denn? 1, 2. Das hier ist jetzt die Nummer 3. 1, 2, 3. Bum, bum, bum. So, und dann noch ein für den hier. Selbes Theater. 1, 2, 3. Ich glaube, ich habe überall die 3 Abstand gelassen. Er hier. Brauchen wir doch nochmal den Klippen. Ach nee, das ist keiner. Würde gerade sagen, 1, 2, 3, da brauchen wir nochmal einen Klippensprengstoff. Aber das ist bloß ein normaler Fels. Da ist nix. Mit Klippensprengstoff. Soweit, so gut. Eleganter als Long Reach. Was ist eleganter als Long Reach? Bei der Hauptbase beim Bahnhof müsstest du den Schwefel vor der Überfüllung bewahren. Meinst hier? Bei dem hier? Oder wie? Bahnhof bei der Hauptbase. Ich schätze mal, du meinst das hier. Aber ich glaube, da ist eine Verbrennung innen drin dran. Bin mir jetzt nicht sicher. Muss den Überschuss verbrennen lassen, ja. Ein Inventar haschen. So. Er hier. Er muss jetzt auf die Bäden hier drauf. Teilt sich da auf. Hier können wir einfach nur gerade das Rohr durchziehen. Ich habe jetzt nicht so viel Rohr mit. Was mich gleich wieder auf die Idee bringt, einfach mal genug Rohr mitzunehmen. Da wir ja jetzt Platz haben. So, das ist er. Die verbunden? Nee, sind sie nicht. Warte mal, da fällt mir gerade was auf. Der hier muss ein Stück runter. Und dann erst rüber. Denn der hier muss hier hin. Ah, Mann. Pick von da. Und schmeiß nach da, genau. Und dann kann ich nämlich hier den hier mitnehmen. Bis hierhin. Und bis hierhin. So. Und hier kommt ein gerades Stück hin. So weit, so gut. Okay. Soweit ist das richtig. Ich, weiß ich noch nicht, was ich jetzt hier mache. Jemand hatte gesagt, die auf unterschiedliches Zeug stellen. Ich habe ja jetzt hier. Ja, das überlege ich mir dann gleich. Ich stelle die erstmal noch auf nichts ein. Sondern lass die einfach erstmal bloß produzieren, immer. So. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich die wirklich auf unterschiedliche Sachen einstellen will. Oder ob ich die auf dieselbe Sache stelle. Was schön wäre, wäre, wenn man die Baupläne per Schaltungsbedingungen setzen könnte. Das wäre super nice. Da wäre ich sofort dafür. Aber das geht leider nicht. Hier geht ja nur der Nickel aus. Das stimmt. Meinst du, damit könnte ich mich noch eine Weile über Wasser halten? So, fehlt. Ne, Zinn. Zinn geht mir aus. Zinn, Zinn, Zinn ist es. Können wir hier irgendwas mit Zinn machen? Das ist Nickel und Quarz. Blei und Zinn. Problem ist halt, Blei kommt da auch mit raus. Und Blei brauche ich nicht. Zinn brauche ich in rauen Mengen.
Ja, ich weiß es noch nicht. Das ist, so, Forschung abgeschlossen. Das hier können wir alles nicht forschen. Advanced Player Mining Speed. Ja, warum nicht? Mach ruhig. Bleiben mit Verbrennung. Ja, das ist wieder so, da schmeißt er wieder die Hälfte quasi weg. Das ist das, was ich daran nicht mag, weißt du? Kinsafferit Erz. Ja, wäre schon sinnvoll, das jetzt erstmal zu machen, ne? Einfach damit es weiterlaufen kann. Ohne dass wir neues Bobmonium anschließen müssen. Das machen wir mal. Machen wir mal alle auf. Huch. Stellen die jetzt alle mal darauf ein. So. Aber ich brauche das ja auch für die Fließbänder die ganze Zeit. Das Zinn. Das ist ja das. Stell ja quasi keine Fließbänder mehr her. Das ist nicht nur. Ich glaube, ich habe es sogar wirklich angehalten, die Fließbandproduktion. Und das ist natürlich nicht cool. Von daher ist das jetzt hier erstmal eine gute Maßnahme. Ich weiß nicht, ob ich die dann per Hand rübertrage oder was ich da mache. Dafür gibt es auch eine Mod. Crafting Kombinator. Aber nicht schlau daraus geworden. Okay. Müsste ich mir mal angucken, weil das wäre cool. Weil dann könnte ich die Anlage hier immer auf das einstellen, was mir gerade am meisten fehlt quasi. Was gebraucht wird. Das ist schon echt, echt nice. Crafting-Kombinator, sagst du? Ich speichere mal kurz. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt Leime dazu backe, aber... Gucken wir zumindest mal an. So, ups, müssen wir das Spiel kurz beenden. Aber wir haben ja gespeichert. Komm, machen wir mal schnell. Mods installiert hier. Crafting-Kombinator. Jo, mach das. Fantabulös. So. Crafting. Advanced Crafting Time. Irgendwas mit Kombinator. Versuchen wir das mal. Nee, hier ist nix. Müsste aber auch mit C geschrieben, ne? Kombi. Da ist nix hier. Utility Kombinators. A set of general utility Kombinators include Location Kombinators, Bonus Kombinators, Player Kombinators, Research Kombinators. Mhm. Verrückt. Generator. Mhm. Echo-Kombinator. Missing Item Circuit. Was hat er nochmal geschrieben, wie das Ding heißen soll? Crafting-Kombinator. Kombator. Gibt's nicht. Das gibt's auch nicht. Ist bestimmt irgendwie anders geschrieben. Wie könnte man den jetzt finden? Gorne. Ich sag mal Gorne.
Wir machen mal zurück ins Spiel. Ihr könnt mir ja nochmal den genauen Namen schreiben, was ihr dann findet. Dann würde ich den nämlich, glaube ich, hier mit dazu packen, weil das ist eigentlich genau das, was ich hier brauche. Damit das hier weitergehen kann. So, aber wir machen jetzt hier, natürlich muss jetzt hier an jedes von den Teilen noch einmal so ein Ding dran. Ich kopiere das dann gleich und setze es überall noch einmal neu. So, und zwar. Nö, der kann hier hin. Nö, wir lassen den mal so. Uff. Wir lassen den mal so. Und gucken dann mal, ob das geht, wie ich mir das vorstelle. Also, nicht einfügen, sondern kopieren. So, der müsste das Rohr jetzt eigentlich auch überall mit hinbauen. Ja. So. Da. Da. Schau dir noch die Mod Blue Ghost an. Was tut die? Kannst du mal kurz beschreiben, warum ich die brauche? Crafting Kombinator. Okay. Und nochmal. Dankeschön. So, jetzt aber. Mods installieren. Lademod. Ja. So, Crafting. Unterstrich. Funktioniert. Kombinator. Crafting Kombinator. Includes Kombinators that allow you to set or read the recipe of any crafting machine, get ingredients or products of a recipe and more. Das ist ja genau das, was wir wollen. Jawohl, bitte. Warte, hab ich den jetzt? Ja. Ja, genau, das möchte ich. Bitte installieren, dankeschön. Verwalten. So, der müsste bei C sein. Da ist er. Ist auch an. Okay, bestätigen. Muss noch ganz rechts Strom setzen. Ja, danke. So, ich hoffe, das gibt keinen Konflikt. Und dann gucken wir mal. Das wäre nämlich sehr cool. Dann kann ich nämlich, wie gesagt, einfach... da müsste ich irgendwie LTN auslesen können. Ich glaube, das kann man auch irgendwie. Und was dann bei LTN fehlt, das wird dann hergestellt. Oder der liest einfach meine Ausgabe aus und guckt danach, was da fehlt. Die Ghosts von Objekten sind dann blau. Man sieht besser, was fehlt. So, nur auch Bild. Sehr gut, Mod gefunden. Ja, habe ich. Ist gerade am Installieren. Dann gucken wir uns die mal an. Bin ich gespannt. Ich hoffe, die tut genau das, was ich denke, dass sie tut. Das wäre fantastisch. Automatische Steam-Update-Benachrichtigung. Ja, ja. So, lade mal den Spaß hier. Ich hoffe, es gibt keine Fehler. Das sieht gut aus. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier einen neuen Herstellungskombinator. Richtig. Was tut es? Ach, der Heimatland. Overflow Chest Position. Rezept setzen. Flüssigkeiten verwerfen. Greifer lernen. Verhindert Blockierungen. Herstellgeschwindigkeit. Hä? Wie soll denn das dann gehen? Wenn ich das nicht mit dem Kabel verbinden kann?
Overflow Chest Position. Kiste öffnen. Behind left, right. Ach so, den setzt du wahrscheinlich daneben, ne? Hier so. Und dann sagst du. Left. Rezept setzen. Und wie kann man jetzt ein Rezept da einstellen? Puh, ja, Mod gefunden. Okay. Er funktioniert nicht so, wie ich gedacht hätte, dass er vielleicht funktioniert. Wieso gibt es doch bloß Behind, Left und Right? Status von Bottleneck auslesen gibt es auch. Ja, cool. Der konstanten Kombinator. Können wir ja mal machen. Aber im konstanten Kombinator kannst du ja keine Rezepte auswählen. Sondern bloß Items. Das ist das Problem. Ach, hier, Herstellungskombinator. Rezepte. Was ist denn das? Ach, Herstellgeschwindigkeit. Ups. Ja, cool. Okay. Hier ist jetzt alles drin, was wir brauchen könnten. Wo ist die Kristallisation? Hier. Rezeptalisierung Eisenkupfer. Okay. Hier ist kein Strom, warte mal. Vielleicht, wenn da Strom wäre, würde da was passieren. Wir probieren das mal. Soweit, so gut. So. Hier ist nicht behind, sondern left. Ja, modulmäßig, nee, was das soll. Herstellungskombinator. Können wir Stahl reinmachen. Hey, super. Auslesen kann der auch. Ausgangssignal 0, weil er nicht mit der Maschine hier verbunden ist. Ja, genau, muss ja irgendwie ein Signal ankommen. Soweit klar. Wenn er nicht klar ist, wo muss ich den hinstellen, dass er sich mit einer Fabrik verbindet? Das ist ja die Frage. Ich kann den ja hier unten hinstellen. Huch. Das sieht gut aus. Gucken wir mal. Rezept setzen. Das ist aber doof, wenn das darunter gesetzt werden muss, weil ich habe hier keinen Platz. Der kann rechts oder links daneben sein, aber egal. Mal gucken, ob das geht erst einmal. So, hier sagt man jetzt setzen. Und zwar hätte ich gerne das hier. Geht. Geil. Okay, so weit, so gut. Wie geht es jetzt, dass der links daneben steht und den hier mitkriegt? Left macht er nämlich nicht. Also beziehungsweise er kennt das nicht. Und right. Right auch nicht so richtig, ne? Wir versuchen es noch einmal. Warte mal, wir machen das Rezept hier weg. Verbinden den hier mit dem hier. Genau, das stimmt. Left. Los. Mache was. Hugo. Wieso geht links nicht und rechts nicht? Das wäre super gewesen. Warum muss der drunter stehen? Rezept lesen. Rezept lesen.
Ja, macht er nicht, ne? Macht er nicht. Macht er aber so nicht. Ach doch. Hier, dann setze das zurück. Huch. Hier, Rezept lesen, nicht setzen. Ja, dann funktioniert das, ne? Ich gucke. Dann sagt er, jawohl. Das ist okay. Aber es funktioniert nur, wenn er drunter steht. Ja. Drunter, super, sagt er sich. Kein Problem. Ich versuche den mal, Moment, ich habe eine Idee. Stell den hier hin. Sage, Overflow Chest Position ist left. Rezept setzen ist richtig. Stell jetzt hier mal irgendwas ein. Und jetzt kopiere ich mir den. Mach den hier weg. Und füge den ein. Und geht nicht. Okay. Ich dachte, dass der, wenn das hier gleich stimmt, dass er das, dass er es dann hinkriegt. Die Option ist nur die Kiste, die ich verstanden habe. Okay. Frage mich, warum der sich nicht verbindet. Also hier runtersetzen funktioniert. Geht drüber setzen auch, mein Freund. Drüber setzen. Weiß jetzt genau, ob die miteinander verbunden sind, außer ich mache jetzt hier ein Rezept und sage lesen. Nö. Drüber geht ohne. Ach, muss ich den vielleicht drehen? Guck mal. So hier vielleicht. Das wäre noch eine Idee, auszuprobieren. In welche Richtung ist denn das? 1, 2, 3, ne? Oh! Oh ne, warte mal. Warte. Das war Obrunburg. Mach mal so. Ja, okay, man muss den mitdrehen. Ja, cool, okay. Also die Antenne da, die muss Richtung Maschine zeigen, dann geht das. Ah, cool, jawohl. Jetzt haben wir das. Die Option ist nur die Kiste, wenn ich das richtig verstanden habe. Face it facing the machine you want it to work with. Yep, ja, habe ich. Nice, okay. Ja, dann bauen wir mal 128 davon hin. Gleich mit Kabel automatisch und dann... Ja, das ist nice. Das ist richtig cool. Dann kannst du mit eben so ein Ding alles einstellen. Oh, super. Das würde ja dann theoretisch auch für das Ding hier funktionieren. Dann kann ich das Ding theoretisch auch umstellen. Nicht erst ausprobieren. Hat auch geklappt. Hat auch geklappt. Ob das so übernimmt. Ja, hat er. Hat er. Also, pass auf. Zeig's dir nochmal. Upp. So. Der setzt das Ding nämlich jetzt schon. Der hat das jetzt schon, das Rezept gesetzt. Tatsächlich. Wo ist der Konstante? Hab ich den eingesackt? Ja, habe ich hier. Konstanter Kombinator. Rezept sei. Muss natürlich ins sein, was geht hier. Das hier hätten wir gerne. So, ist verbunden und wupp, setzt da. Das funktioniert. Das funktioniert, das ist echt nice. Gut, dann müssen wir dann bloß noch eine Schaltungsbedingung machen, dass er das entsprechende Richtige da herstellt. Das regle ich dann gleich. Man kann dann nämlich alles herstellen, was ich brauchen könnte. Finde ich gut. Das finde ich gut. So. Und zwar, was tun wir jetzt hier? Achso, wir brauchen 128 von den Teilen, von diesen Kombinatoren, die aus Kupferkabel und grundlegender Schaltung bestehen. Und ich habe, glaube ich, mehr genug grundlegende Schaltung. Dann nehmen wir uns mal ein paar mit.
116. Das ist super, dass der schmeckt. Na? Alles klar? Ja! Schrecklich. Was tun wir nur? Was? Achso, kein Kupfer. Ja, okay. Kupfer wird verbraucht. Mhm. Dann ist natürlich jetzt die nächste Überlegung, wie steuert man das Ganze am sinnvollsten. Ich finde das erst schon mal so super cool, weil wieder eine gute Mod vorgeschlagen. Muss man mal selbst auf die Schulter klopfen. Weil theoretisch kannst du dann dieses Ding hier auch umstellen. Ach nee, kannst du nicht, weil hier die Filter entsprechend gesetzt sind. Aber würde ich das nicht über Filter machen, sondern über Einband, wo ich dann hier oben einfach bloß ein Kombinat, hier so ein Teilerfließband habe, was das ausfiltert. Was nicht gehen würde, mal davon abgesehen. Dann könnte ich hier auch verschiedenes Zeug machen. Pyro, musst du nicht die Geoden nicht rausholen? Wo denn? So, warte mal, wie viele haben wir denn jetzt davon? Paar 80. Ja, und wir können noch genug bauen. Okay. Bräuchte noch ein bisschen Gummi. Ich glaube, da hatte ich hier oben irgendwo welchen. Weil das eine gute Frage ist. Wo hatte ich Gummi? Ich weiß, dass ich mir irgendwo welchen hergestellt hatte. Ja, hier ist Gummi. Okay. Na, nimm mal 100 mit. Damit wir ein paar von den Kabeln wieder bauen können. Das ist aus dem Anbieterbahnhof. Wird eigentlich rausgeholt hier. Sollte. Landet ja mit in der, im Provider drinne. Ach so, meinst du das? Ja, die müssen wir da rausholen. Das stimmt. Das stimmt. Das machen wir am besten dann auch gleich mal. Stimmt, stimmt, stimmt. Den hat er nicht mitkopiert. Was? Ich habe keine... Ach ja. Stimmt. Keine Schiene mehr. Die muss man auch nochmal holen. Und du verarbeitest generell zu wenig Geoden. Wieso? Die stauen sich doch, ne? Oder was meinst du mit der Verarbeitung? Ja, hier ist nicht mehr viel. Das sind die letzten. Dann brauchen wir jede Menge... Zeug. Ich meine, das Ding ist jetzt erst schon mal auch bloß cool, ohne eine Schaltungsbedingung, dass ich einfach bloß sagen kann, was ich jetzt gerade hätte. Das ist schon mal cool und da setzt automatisch alle Dinger richtig. Das ist schon mal nice. Jetzt fällt mir ein, es war gar nicht nötig. Der natürlich wieder genau richtig gesetzt, ne? Ja klar. So, dass es nicht funktioniert. Hervorragend, Pyroka. Hervorragend. So, raus da. Haben sich überhaupt nicht zurückgestaut. Die Sortierer damit zugestopft. Ja, haben sie doch nicht. Alles gut. Oder was meinst du? Sortierer. Wenn ich hier, ja, jetzt, wenn ich hier auslade, dann schon, aber ansonsten... Reicht das ja für die Produktion, die ich jetzt hier habe? Hurra, Downgrade auf graues Band. So sieht's aus. So, wir müssen das jetzt hier endlich mal zum Laufen kriegen. Sind wir mal so ehrlich. Das wäre super. Ach ja. Unsinn wird produziert und ich habe kein Rohr mitgenommen. Blau wie ich bin, macht aber nichts. So, also, wir brauchen die Dinger hier. So, genau, die sind unter dem und sind mit dem grünen Kabel miteinander verbunden.
Ganze kopieren wir jetzt einfach mal so. So, und wenn ich Glück habe, sorgt das dafür, dass überall automatisch jetzt schon die Kabel sind und alles miteinander verbunden ist, ja. Sehr schön. Kann man den Mod eigentlich einstellen? Mod-Einstellungen hier. Auf den Kombinator hier. Aktualisierungsrate 60. Wie viele Ticks es zwischen den Updates gibt? Z-Kombinator, Aktualisierungsrate. Wie viele Ticks es zwischen den Updates gibt? Machen wir mal 120. Es ist, Aktualisierung ist also alle 2 Sekunden. Das reicht uns auch zu. Dann verfrisst er nämlich nicht so viel Performance. Ist da die Idee jetzt dahinter? Okay, können wir das Ganze, ups. Hier drüben auch nochmal machen, indem wir es einfach umdrehen. So, jetzt haben wir hier natürlich Strom auch mit hingemacht, den wir gar nicht wollten. Den machen wir einfach nochmal weg. Die sind auch alle miteinander verbunden. Hervorragend. Okay, und jetzt brauchen wir einfach bloß in den Strommast hier hinten. Ja, inner recht, ne? Aber 2, ja. What it matter. Ein paar grüne Kabel. Der nach hier. Der nach da. Und dann haben wir einfach einen konstanten Kombinator hier oben. Der sagt, dass ich gerne jetzt, ja, halt das Rezept hier hätte. Mit Blei und Nickel. Ja. Blei und Zinn. So rum. Blei und Zinn. So. Der gibt Blei und Zinn aus. Gibt es hier drauf. Und die setzen alle Blei-Zinn. Wäre nice. Kopiere doch nur die Reihe Kombinator. Die Reihe Kombinator-Reihe.